Willkommen zu meinem neuen Format. Ich teste Maultaschen. Die Maultaschen müssen abgepackt sein, also man muss sie im Paket irgendwie zugeschweißt, vakuumiert kaufen können. Also ich gehe nicht in ein Restaurant und werde da Maultaschen probieren, angebraten oder in der Brühe. Wenn du Maultaschen hast, die ich testen soll, schreib es gerne in die Kommentare. Es gibt so viele verschiedene Maultaschenhersteller, jeder kleine Betrieb verkauft seine eigenen Maultaschen. Als Benchmark habe ich hier von Bürger unsere besten Maultaschen. Bewertet werden Aussehen, Geruch, Geschmack und Textur. Am Ende gebe ich eine Gesamtbewertung ab von 0 bis 3 Sternen, wobei 3 am besten ist. Die Gewichtung der einzelnen Bewertungskriterien ist wie folgt: Der Geschmack wird am meisten zählen, 50%. Der Geruch wird nur mit 10% bewertet. Die Textur und das Aussehen werden jeweils mit 20% bewertet. Der Test an sich läuft wie folgt ab: Ich nehme 1 Liter Wasser, nehme 10 Gramm Salz. Koch das einmal auf, gebe hier dann eine Maultasche rein, lass die hier 10 Minuten lang ziehen und eine Maultasche probiere ich einfach so, wie sie aus dem Paket kommt. Die schneide ich einfach klein und verkoste sie so. Ich werde versuchen, bei jedem Test die Nährwerte und die Zutatenliste mit einzublenden. So, wenn das Wasser kocht, gebe ich die Maultasche rein, mache hier dann den Deckel drauf, ziehe das Ganze dann runter und lasse es so einfach 10 Minuten stehen mit Deckel drauf und dann verkosten wir die Maultasche. Um die Sternebewertung kurz zu erklären, von 60 bis 80 Punkten gibt es einen Stern, von 80 bis 90 gibt es zwei Sterne und ab 90 gibt es drei Sterne. In der Zeit, wo die eine Maultasche im Wasser zieht, kann ich die andere ja schon mal verkosten und anschauen. So an sich sieht die Maultasche gut aus, es ist überall Teig drumherum. Schneide die jetzt mal an. Wie man sehen kann, das ist relativ fein. Hier ist auch gut Grünzeug mit drin. Ich glaube, der Fleischanteil lag bei 20% Schweinefleisch. Aber ich verkoste das Ganze jetzt mal. Also die Maultasche riecht okay. Sie schmeckt in Ordnung. Textur finde ich ein bisschen, ja, ist ein bisschen weich, ein bisschen breiig. Jetzt probiere ich noch die warme Maultasche. Ganz kurz zur Zutatenliste. Hier sind 20% Schweinefleisch drin. Als nächstes wird Hartweizengrieß aufgeführt. Wasser, Weißbrot. Weißbrot waren wahrscheinlich im Anschnitt diese dickeren Punkte, diese weißen, die man gesehen hat. Spinat ist drin, das hat man auch gesehen. Petersilie, bisschen Stärke. Stabilisatoren sind 3 Stück drin. Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakt. So, die Maultasche ist jetzt warm. Sieht schon ein bisschen anders aus. Hat ein bisschen mehr Volumen bekommen. Ja, hier drin auch, ist ein bisschen aufgegangen. Aber jetzt schaue ich mal, wie das Ganze warm schmeckt. Das Gesamturteil von dem Artikel ist, dass es keinen Stern bekommt. Ich bin jetzt bei 50%. Ich habe 5% beim Geruch abgezogen, weil es einfach so nichtssagend war, finde ich. Es war dieser typische Maultaschengeruch, ein bisschen dieser Fleischgeruch hat gefehlt. Ich habe 10% beim Aussehen abgezogen. Von außen sah es eigentlich alles sehr gut aus, aber ich fand innen der Anschnitt, dieses Brot, diese Brotwürfel fand ich nicht schön, dass man die gesehen hat. Man hat jetzt hier keine Fleischstücke oder irgend sowas gesehen. Man hat die Kräuter und den Spinat gesehen. Deswegen habe ich hier ein bisschen was abgezogen. Bei der Textur habe ich ebenfalls 10 Punkte abgezogen, weil ich einfach fand, es war ein bisschen sehr weich, es hatte keinen Widerstand. Normal finde ich so eine Maultasche, die hat ein bisschen Widerstand beim Biss. Die ist einfach schön schnittfest und das war ein bisschen, ja, ein bisschen eine Art wie ein Teig einfach. Bisschen weicher. Das fand ich nicht ganz so schön. Beim Geschmack habe ich 25 Punkte gegeben. Ich fand einfach allgemein war die Maultasche ein bisschen fad, ein bisschen nichtssagend. Und somit kommen wir auf ein Gesamturteil von 50 Punkten. Also in dem Fall kein Stern. Aber ich glaube, das ist eine recht gute Benchmark, weil den Artikel gibt es überall, das ist vom Marktführer, den kann man in ganz Deutschland kaufen. Also somit kann das jeder ein bisschen vergleichen und selber mal ausprobieren. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn du noch mehr mit Maultaschen sehen möchtest, nächste Woche kommt der nächste Maultaschentest oder du schaust dir einfach mein Maultaschenauflauf-Video an. Bis zum nächsten Mal.